Also große Erleichterung und Freude über diese Nachricht aus der Türkei heute. Oliver Meyer-Rüth in Istanbul, ich grüße Sie. Wie sieht's denn aus? Deniz Yücel soll ja bereits auf dem Weg zum Flughafen sein. Wird er denn jetzt auch tatsächlich ausreisen? Hat er sich selbst schon geäußert zur Freilassung, Deniz Yücel? In Deutschland landet Oliver Meyer-Rüth. Vielen Dank für die Informationen aus Istanbul. Dankeschön. Nach Deutschland jetzt. In Hamburg macht man sich große Sorgen um diesen Mann hier. An Laternen hängen Plakate, Handzettel werden verteilt. Niemand kann sich erklären, was mit dem Touristen aus Schottland eigentlich passiert ist. Am Wochenende feiert er noch ganz ausgelassen Junggesellenabschied auf St. Pauli. Seitdem ist er verschwunden. Und je mehr Zeit vergeht, desto besorgter sind Freunde und Familie. Sie haben eine Suchaktion gestartet und bekommen viel Unterstützung, auch von der Polizei. Ja, es wird laut jetzt bei uns, wie man hört. So sieht es aus, wenn ein Geldautomat gesprengt wird. Mit unglaublicher Wucht, wie man sieht, fliegen sie in die Luft. Da möchte man nicht nebenan wohnen, logischerweise. Hier allerdings wird zu Forschungszwecken gesprengt. Denn die Branche, sie reagiert. Die Zahl solcher Überfälle in Deutschland nimmt zu. Die kriminellen Banden ziehen von Bundesland zu Bundesland. Und jetzt haben sie offenbar wieder zugeschlagen. Um Fahrerflucht geht es jetzt bei uns, und zwar nicht nach Kratzern am Auto, sondern nach solchen Unfällen hier. Wenn dabei auch noch Menschen sterben, steigt die Wut. Und wenn man dann hört, dass der Fahrer einfach so geflüchtet ist, ja, wird es noch viel schlimmer. Genau das machen gerade diese Eltern hier durch, die ihren Sohn durch einen Todraser verloren haben. Ja, leider bleibt Fiona nicht so klein. Schauen wir jetzt nach Südkorea zu den Winterspielen. Große Erfolge gab es da für uns in den vergangenen Tagen. Mit 9-mal Gold führt Deutschland den Medaillenspiegel an. Und irgendwie wirken sie auch ansteckend, die Winterspiele. Es wird prominent bei uns. Vorhang auf für die Berlinale. Die Filmfestspiele haben begonnen. Und wie bei jeder Berlinale versammelten sich Fans und natürlich auch die Fotografen am roten Teppich. Ja, in diesem Jahr ist wieder viel, viel los bei der Eröffnung. Prominenz aus Deutschland und Hollywood und das ja mitten in Berlin. Das schlägt das Herz der Cineasten natürlich viel höher. Allerdings sorgte Senta Berger gleich zu Beginn des Filmfests für Aufsehen. Und die Stars, die es nicht zur Eröffnung geschafft haben, trudeln jetzt so langsam ein in der Hauptstadt. Zum Beispiel Twilight-Star Robert Pattinson. Um ihn und seine Ex Kristen Stewart gibt es zurzeit ja ziemlich viel Getuschel. Die beiden, die im Film wie im wahren Leben mal ein Pärchen waren, wurden ganz vertraut in Los Angeles gesichtet. Aber angeblich seien sie nur Freunde. Wie auch immer, bei der Berlinale hat sich Robert Pattinson für eine andere Begleitung entschieden. Da wird er wohl so verdammt sexy aussehen. Jennifer Aniston und Justin Theroux, die Bombe ist jetzt geplatzt, haben sich getrennt. Ja, gemunkelt wurde ja schon länger, dass es nicht mehr so läuft bei den beiden. Jennifer Aniston ist also wieder auf dem Markt. Und da fällt uns ganz spontan auch einer ein, der vielleicht einspringen könnte. Dazu später mehr. Erst einmal Erklärungsversuche, warum es mit Mann Nummer 7 nicht geklappt hat. Auch mal ganz nett, dieses Gesicht hier neben mir haben Sie bestimmt schon gesehen, liebe Zuschauer. Aber der Name, wie war der doch gleich? Ich sage es Ihnen, Paula Kahlenberg. Noch vor ein paar Jahren als Nachwuchstalent gehandelt, ist sie auf dem besten Weg, eine Große im Filmgeschäft zu werden. Dabei misst sie keine 1,60 Meter. Das ist natürlich nicht der Grund, warum sie die große Bühne meidet, erzählt sie uns gleich. Dafür küsst sie aber ganz gern, wie heute Abend im Ersten. Allerdings blieb ihr Mund verschlossen auf die Frage, wer sie denn privat küssen darf. Schade. Kritze dafür viele Küsse heute Abend. Paula Kahlenberg in St. Joseph am Berg, 20.15 Uhr hier bei uns im Ersten natürlich. Und jetzt haben wir ziemlich gute Nachrichten für alle Helene Fischer-Fans. Na endlich. Jetzt wollen wir sie verzaubern, wie man hört, mit Stimmen, die so ein bisschen an Simon und Garfunkel erinnern. Nur, dass sie eben weiblich sind und auch noch zu zwei Schwestern gehören. Yoko nennen sie sich. Und wenn man die beiden live erlebt, dann hat das schon so ein bisschen was Magisches. Gefühlvoller Pop-Rock aus Hamburg. Und bevor sie heute Abend in der Elbphilharmonie singen, haben wir uns mit den beiden verabredet. Sagen wir Tschüss, machen Sie es gut.